So, hallo Leute, heute ein Video zur Völkergeschichte des europäischen Mittelneolithikums. Diese Völkergeschichte des europäischen Mittelneolithikums wird nämlich komplexer. Da ist nämlich gerade eine ganz neue archäogenetische Studie erschienen. Muss ich mal gerade gucken, wie der Titel ist. Von Rivolat und anderen, vielen anderen Autoren. Und zwar der Hauptautor ist Wolfgang Haag, der Archäogenetiker Wolfgang Haag. Und da gibt es auch noch ein paar Archäologen, die dabei sind. Johannes Krause, der Archäogenetiker, ist auch mit dabei als Autor. Und auch der Detlef Kronenborn, der ein sehr fortschrittlicher Archäologe, den ich so als einen sehr fortschrittlich denkenden Archäologen wahrnehme, der, glaube ich, ein Schüler ist von Jens Lüning, dem Doyen der Wandkeramikforschung. So, und man merkt an dem Text dieser archäogenetischen Studie, dass die Archäologen inzwischen sehr viel besser eingebunden sind in solche Studien, als das in früheren Jahren der Fall war. Also der Text ist sehr, sehr differenziert von der archäologischen Seite her aufbereitet und argumentiert, gleich in der Einleitung. Und das ist auch sehr notwendig, weil die Fragestellungen werden langsam ein bisschen kleinteiliger. Also man hat ja die groben Züge der Völkergeschichte des Europas aus Sicht der Archäogenetik ist ja eigentlich jetzt geklärt, aber jetzt kommen eben so die kleinteiligeren Fragen, die nicht weniger spannend sind, also beziehungsweise wo noch wieder viele neue Fragen aufkommen und zu klären sind. Und zwar, ja, vielleicht noch als Einleitung, ich habe auf meinem Blog sehr viele Blogartikel in früheren Jahren, seit 10 Jahren geschrieben, weil ich mich sehr dafür interessiert habe, wann und wo ist eigentlich die Trichterbecherkultur entstanden. Ich habe bis 2015 immer geglaubt, wir heutigen Europäer stammen in wesentlichen Teilen von den Menschen der Trichterbecherkultur ab. Ich weiß nicht, wie viel Einleitung ich hier machen soll. Die Trichterbecherkultur ist um 4300 vor der Zeitrechnung im westlichen Ostseeraum entstanden. Das war die erste Bauernkultur im Ostseeraum. Also das war die erste große Bauernkultur, man kann eigentlich sagen, nördlich der Mittelgebirge, nördlich der deutschen und europäischen Mittelgebirge, die Trichterbecherkultur. Die ist eine sehr, sehr bedeutsame Kultur. Und ich hatte bis 2015 immer das Gefühl, das sind unsere Leute, von denen stammen wir ab. Es hat aber dann die Archäogenetik herausgebracht, und das habe ich sicher schon in früheren Videos behandelt, also auf jeden Fall in vielen Blogartikeln, die Trichterbecher-Leute sind ausgestorben. Von denen stammen wir fast gar nicht ab, also nur zu geringen Teilen. Vielleicht haben wir sprachlich ja sehr viel von denen übernommen. Es gibt ja in unserer indogermanischen Sprache, in den germanischen Sprachen gibt es, kann man rekonstruieren, versucht man zu rekonstruieren Bestandteile, vorindogermanische Bestandteile. Und da gibt es zum Beispiel die These, dass Mann und Frau sind indogermanische Worte, aber Weib soll ein vorindogermanisches Wort sein. Ja, ich glaube, das ist selbst diese Forschungsthese ist umstritten. Jedenfalls aus solchen Sachen könnte man eben dann mutmaßen, ja, wir haben schon von den Trichterbecher-Leuten kulturell auch einiges übernommen, und das hat Einfluss auf unsere heutige Kulturgestaltung immer noch, über die Muttersprache unter anderem. Gut, also das sind alles aber mehr sehr vage Vermutungen. Jedenfalls, diese Trichterbecherkultur Rum granosalis ist die vollkommen ausgestorben. Ebenso wie die Vorgängerkultur im Ostseeraum, die Erdebolle-Kultur. Früher hat man immer sehr, sehr stark vermutet oder angenommen, es könnte dort die Indogermanen sogar entstanden sein. All das stimmt nicht. Also das ist alles jetzt geklärt. So. Aber es kommen jetzt, also man hat sich bislang in der Forschung sehr konzentriert auf das Frühneolithikum. Ja? Also wo kommen die ersten Bauern Europas her? Und das waren schon so ein paar Sachen angeklungen, wie geht das im Mittelneolithikum weiter? Ne? Also die groben Grundzüge sind die Bandkeramiker, die ersten Bauern Mitteleuropas, die eine sehr, sehr eindrucksvolle Kultur geschaffen haben. Diese Bandkeramiker die stammten aus Anatolien, ne? Also genetisch auch und kulturell zu großen Teilen. Also die haben von der Genetik her 95% Gene von anatolischen neolithischen Bauern. So, das war unglaublich eindrucksvoll. Also das hat, glaube ich, fast niemand in der Forschung erwartet. Aber ich habe einen Blogartikel. Also es hat einen Anthropologen gegeben, ich glaube, der hieß Kurt. Der hat das schon
in früheren Jahrzehnten auch vermutet, dass die Bandkeramiker vor allem mediterraner Herkunft sind. Es gab aber andere Anthropologen, die haben gesagt, nein, die sind eher nordeuropäischer Herkunft. Jedenfalls, also diese ganze Frage ist jetzt geklärt. Die sind mediterraner Herkunft. Und auch die Trichterbecherleute sind zu größten genetischen Anteilen mediterraner Herkunft. Das ist also auch schon seit ein paar Jahren klar. Aber das Bild wird jetzt gerade zu den Trichterbecherleuten, also es ist dann das Mittelneolithikum, nicht mehr das Frühneolithikum, da wird es eben jetzt ein bisschen komplexer. Und es wird langsam deutlich, dass da noch manche offene Forschungsfrage ist. Und das eben jetzt gerade durch diese Studie. Und ich versuche mal die wichtigsten Sachen aus dieser Studie zu referieren. Mehr will ich eigentlich jetzt gar nicht in diesem Video machen. Und will dann auch den Blogartikel, an dem ich gerade gearbeitet habe, gemeinsam mit diesem Video dann veröffentlichen. Und zwar Ausgangspunkt dieser Studie ist, dass man inzwischen auch sehr viele Menschenreste, Menschenfunde aus dem heutigen Frankreich archäogenetisch untersucht hat. Das ist der Schwerpunkt dieser Studie. Also, und da findet man, dass der Neolithisierungsprozess in Frankreich anders verlaufen ist als in Mitteleuropa. Und so ganz klar sind die Ursachen eigentlich noch nicht. Aber um das mal grob zu umreißen, ich hatte ja gerade gesagt, die Bandkeramiker stammen zu 95% genetisch aus Anatolien. Die haben sich im Wiener Becken geformt und da kennt man ja auch, habe ich auch viele Blogartikel und Videos gemacht, da kennt man eben so diese Übergangsphase, da haben die sich eben vermischt mit den einheimischen Jägern und Sammlern, die dort gelebt haben im Wiener Becken und da gab es ganz unterschiedliche Mischungsverhältnisse, findet man da in der Formierungsphase der Bandkeramik. Also da gab es zum Beispiel halb und halb gemischte, die hatten also zur Hälfte einheimische Genetik, zur anderen Hälfte zugewanderte Genetik und aber nach der Formierungsphase blieb von den einheimischen Genetik innerhalb der Bandkeramik nur 5% übrig. So, das ist eine sehr, und die ganze Bandkeramik hat auch diese Art der Genetik hat sich dann über ganz Europa verbreitet und in einer sehr einheitlichen, sehr, also sehr, die haben scheinbar eine ziemlich klare Linie gehabt in der Art, wie sie ihre Kultur durchgestalten und wie sie siedeln und wo sie siedeln. Und also das ist eine sehr klar durchstrukturierte Gesellschaft gewesen. Und ja, wie gesagt, und eben nur mit 5% einheimischer Genetik, aber die ganze Kultur hat sich sehr, der Bandkeramiker unterscheidet sich sehr von der Kultur auf dem Balkanraum, aus der sie ja hervorgegangen sind. Ja, also die Kultur auf dem Balkanraum, die erste Bauernkultur, die war eine Dorfkultur und die Bandkeramiker haben große Langhäuser gebaut, die höchstens, also die einzeln gestanden sind, aber oder höchstens weilerartig, also zwei, drei Langhäuser, aber es war keine Dorfkultur, sondern so große Langhäuser, wo vielleicht mehrere Familien drin gelebt haben und wo man, glaube ich, wenn ich das der letzte Stand ist, da war auch das Vieh war in diesen Langhäusern mit drin. Und es gibt die starke, gut belegte Vermutung, dass da kulturell die Einheimischen schon sehr viel mitgemischt haben. Also auch in dieser Studie habe ich das auch wieder gelesen. Wahrscheinlich kommt das von Detlef Groneborn, dass der da geschrieben hat, dass die Steinbeile, die Bandkeramiker benutzen, dass sehr ähnliche Steinbeile auch schon von den einheimischen Vorgängerbevölkerungen des mitteleuropäischen Raumes genutzt worden. Also da haben die kulturell schon sehr viel mit beigetragen zum Volk der Bandkeramik, vielleicht ja auch sprachlich. Also das ist meine sehr starke Vermutung, dass die auch sprachlich sehr viel zur Bandkeramik beigetragen haben. Also die Bandkeramiker könnten sprachlich sehr europäisch gewesen sein, während sie genetisch sehr mediterran gewesen sind. Alles hypothetisch. So. Aber in Frankreich, es ist eben sehr interessant, dass es in Europa auch schon allein für Europa sehr, sehr unterschiedliche Arten der Ethnogenese gegeben hat. Ne? Da haben sich eben neue Völker gebildet. Und in Südfrankreich war es anders. In Südfrankreich, da haben sie eben jetzt viel, in Südfrankreich sind die anatolischen neolithischen Bauern wahrscheinlich über See, das ist die sogenannte Kardialkeramik, wie heißt sie? Impresso-Kardialkeramik, die kam auch aus Anatolien, wobei die sich überhaupt nicht darüber Gedanken machen. Es gibt ja die These, die ich auch auf meinem Blog vertreten habe, oder die ich auf Wikipedia so gefunden habe, dass die Impresso-Kardialkeramik aus dem Levante-Raum stammt, nicht aus Anatolien. Und dass die sich eher als Hirtenkultur um den Mittelmeerraum ausgebreitet hat. Darauf gehen die in dieser Studie gar nicht ein. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, können die Genetiker unterscheiden, Levante-Raum und Anatolien? Genetisch gibt es da Unterschiede oder sind die völlig einheitlich? Also wird alles in dieser Studie, soweit ich das jetzt gesehen habe, gar nicht erörtert. Das finde ich hat mich ein bisschen gewundert. Jedenfalls, denn gerade die Herkunft dieser mediterranen Impressokardialkultur, da ist ja noch vieles ungeklärt. Also wie haben die eigentlich gelebt? Ne, war das ein Also man findet vor allem Ziegen, die haben domestizierte Ziegen gehabt und
Also die haben vielleicht eher eine Hirtenkultur gehabt und der Ackerbau war vielleicht gar nicht so intensiv. Aber das ist eben viel weniger gut geklärt als für die Wandkeramik. So, und jetzt ist eben auch nicht nur diese Lebensweise sehr anders gewesen als bei der Wandkeramik. Ja, und dann schreiben die aber in der Adria, die Impressokultur, Impressokardialkultur hat sich auch in der Adria, an der Küste der Adria verbreitet. Dort sind die Menschen der Impressokardialkultur, unterscheiden sich genetisch überhaupt nicht von den Festland Bauern auf dem Balkanraum. Also scheinbar sind die sehr einheitlich, obwohl ja kulturell sehr unterschiedlich sind. Also gut, so, ja, das sind jetzt eben eher so die Detailfragen, aber für die kann man sich ja auch interessieren. So, und diese Impressokardialkultur, die muss doch Schiffe gehabt haben. Also da gibt es sehr viele Hinweise, die habe ich auf meinem Blog auch zusammengetragen, dass die schon Schiffe gehabt haben, die, mit denen sie an den Küsten entlang gefahren sind. Und na, da haben sie vielleicht Ziegen mitgenommen und vielleicht auch Schweine, weiß der Teufel, was sie alles dabei hatten, auch Kühe, glaube ich, sind dabei gewesen, wie auch immer. So, und dann haben die also angefangen, in Südfrankreich zu siedeln, diese Bauern. Und die haben sich sehr früh, sehr, sehr, sehr schnell mit den einheimischen Menschen dort gemischt, vermischt, mit den Jägern und Sammlern und Fischern vor allem. Ne, ich sage mal, wenn man das Rhône, wenn man die Rhône sieht, an den größten, also ich denke mal, an den Gewässern war immer die höchste Siedlungsdichte vor dem Neolithikum. Dort, wo Fischer gelebt haben, konnten viel mehr Menschen leben, vor allem vom Fischfang. Und dort wird die höchste Siedlungsdichte gewesen sein und die werden sehr stark dann Einfluss genommen haben auf die Ethnogenese dieser ersten französischen Bauerngesellschaften. Und die haben nämlich schon, ich kann ja mal vorlesen, also erstaunlicherweise erfolgte der Neolithisierungsprozess ab 6300 bzw. 5700 vor der Zeitrechnung im damaligen Frankreich und Spanien anders als im damaligen Deutschland. Deutschland kennen wir, habe ich viel referiert, aber Frankreich eben war sozusagen ein weißer Fleck auf der Landkarte, was das betrifft. Ja, das habe ich alles schon referiert, wie es in Deutschland war. Und jetzt kommt, im zeitgleichen Südfrankreich vollzog sich die Ethnogenese der dortigen Bauernvölker anders. In der neuen Studie heißt es, die untersuchten vier südfranzösischen Gruppen legen ein sehr frühes Vermischungsereignis mit lokalen Jägern und Sammlern, was 100 bis 300 Jahre nach der Ankunft der neolithischen Bauern stattgefunden hat, für alle Gruppen nahe. Ich habe das übersetzt auf dem Original, ist ja auf Englisch. Diese Datierungen stimmen mit den lokalen archäologischen Daten für die Einführung der bäuerlichen Lebensweise in dieser Region überein. Also die haben gleich, also schon die ersten Bauern in Südfrankreich haben sich mit den Einheimischen sehr stark vermischt und haben dann sich mit 15 bis 30% einheimischer Genetik nach Norden ausgebreitet, demografisch natürlich. Also, dass sie eben viele Kinder hatten und sich dann nach Norden ausgebreitet haben. So, da hat sich also eine Genetik als evolutionsstabil sehr früh herausgestellt, die eben sehr viel mehr einheimische Genetik in sich hatte. Und da gibt es jetzt wirklich viel drüber nachzudenken. Also, meine These ist, ja, es ist nämlich so, dass interessanterweise, dass die einheimische Genetik über die Männer in die Population reingekommen sind. Das ist schon mal sehr erstaunlich, denn eigentlich die expansive Kultur ist ja die mediterrane Kultur, die Bauernkultur, die kam ja dahin und hat auch in der Masse die Genetik sich durchgesetzt. Aber die einheimische Genetik kam hauptsächlich über die Männer in dieses neue Volk hinein, über die einheimischen Männer. Und wenn man sich jetzt, sagen wir mal, als Hypothese aufstellt, dass das hauptsächlich eine Hirtenkultur war, dann kann man sich ja vorstellen, ja, Männer, die können sehr schnell von einer Jäger-Sammler-Lebensweise zu einer Hirtenkultur, können sie leichter übergehen als von einer Jäger-Sammler-Lebensweise zu einem intensiven Ackerbau. Ne? Und die Wandkeramiker haben intensiven Ackerbau betrieben. Und vielleicht war das in Frankreich, die ersten Bauern haben vielleicht eine extensivere Weidewirtschaft betrieben. Also die Wandkeramiker haben auch Viehzucht gemacht, aber die andere Schiene war intensiver Ackerbau. Und ja, und das ging eben auch sehr leicht, weil die Wandkeramiker diese Schwarzerdböden hatten, diese Lösböden, die haben nämlich ganz exakt immer nur Lösböden besiedelt, die man heute sind es Braunerden, damals waren es Schwarzerden in Mitteleuropa. Das haben sie ganz exakt, also das war ihre Lebensgrundlage, diese sehr fruchtbaren Böden, die eben heute, die heute immer noch sehr fruchtbar sind. Ne? Also Paradebeispiel wäre die Magdeburger Börde, aber das war, glaube ich, von den Wandkeramikern noch gar nicht besiedelt. Aber solche sehr, sehr guten Böden, die haben die besiedelt und dann kann man natürlich gut Ackerbau treiben. Mir ist jetzt nicht klar, das wird jetzt hier auch noch gar nicht diskutiert, aber vielleicht gab es solche guten Böden in Frankreich gar nicht, vielleicht in Südfrankreich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, habe
habe das auch nicht, das ist in der Studie nicht diskutiert. Und vielleicht hat sich dadurch ganz von selbst ergeben, dass sich dort eher leichter eine Hirtenkultur ausbilden konnte als eben im Wiener Becken. Wiener Becken ist sicher auch super fruchtbarer Boden von vornherein gewesen und da konnten die intensiv Ackerbau treiben und da, dann, und ich habe so die Vermutung, dass die mediterranen Bauernvölker sehr stark durch Frauen dominiert gewesen sind, weil ja, also die Genetik der mediterranen Bauernvölker setzt sich über Frauen durch. Und die Genetik der einheimischen europäischen Jäger und Sammler, es ist sogar noch bei den Indogermanen so, scheint sich mehr durch Männer durchgesetzt zu haben. Und auch hier in Südfrankreich durch Männer. Das finde ich schon sehr interessant. So, das ist die eine Sache. Und gut, damit habe ich das Wesentliche dazu schon gesagt. Ja, Menschen, nochmal ein Zitat: Menschen der mittelneolithischen französischen Ausgrabungsorte Gourgi, Prissé, La Charrière und Fleury-sur-Orne in der nördlichen Hälfte von Frankreich scheinen genetisch homogen gewesen zu sein. Also eben mit diesem Mischungsverhältnis von 10 bis 30%, 15 bis 30% einheimischer Genetik. Während sich Menschen vom Ausgrabungsort Oberenheim im Elsass gleichzeitig auch wieder Mittelneolithikum, also das ist jetzt wieder, das geht über in das Mittelneolithikum, die hatten drei unterschiedliche genetische Gruppen, haben in einem einzigen Siedlungsort gelebt, im Elsass. Und zwar eine glich den zeitgleichen Menschen weiter westlich, also in Frankreich genetisch. Eine hatte einen höheren Anteil von Jäger-Sammler-Genetik in sich als sowohl die Bandkeramiker im Osten wie die Bauern in Frankreich. Und eine dritte glich eher der Bandkeramik-Genetik. Also das Elsass ist so die Siedlungsgrenze der Bandkeramiker gewesen. Und da stoßen eben dann verschiedene Kulturen aufeinander. Und da sieht man innerhalb einer Siedlung sehr unterschiedliche Genetik. Es ist überhaupt sehr komplex, das Bild, was sich allmählich ergibt. Ich hatte ja, glaube ich, schon auf meinem Blog jedenfalls darüber geschrieben, dass die Bandkeramiker Krieg geführt haben. Insbesondere am Ende der Bandkeramik, als die untergegangen ist, um 4900 vor der Zeitrechnung, haben die Krieg geführt mit den einheimischen Jägern und Sammlern. Die hatten sich zurückgezogen auf die Höhenlagen. Überall, wo Höhenlagen sind, wo kein Lößboden ist, dort haben die Einheimischen gelebt. Und da hat es richtige, die haben ja die ganzen Gefangenen scheinbar auf so heilige Orte da geführt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Gibt es berühmte Ausgrabungsorte der Bandkeramik, wo die die massakriert haben und geopfert haben und so weiter. Also da hat es ganz grausame Kriege geführt. Aber es gibt eben beides. Die haben einerseits gemeinsam zusammengelebt, haben sich miteinander vermischt und haben andererseits Kriege gegeneinander geführt. So, und im Elsass finden wir das eben jetzt, dass da auch scheinbar die nebeneinander gelebt haben. So, aber das mit diesem elsässischen Ort, das wollte ich mir eigentlich nochmal genauer anschauen, ob da die Chronologie, ob die wirklich alle drei Gruppen zeitgleich an einem Ort gelebt haben oder ob das nacheinander da gelebt haben, das wäre auch nochmal interessant zu untersuchen. So, ja, dann noch ein Zitat hier: Y-chromosomale Linien stammen bei den westlichen frühen Bauern in der südlichen Region Frankreichs von den Jägern und Sammlern. Also scheinbar einheitlich, ne? Die 15 bis 30% einheimischer Genetik ist über die Männer in diese frühen Bauernpopulationen in Frankreich reingekommen. So, und dann ist noch ein, jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Die können jetzt anhand dieses kleineren Anteils Jäger-Sammler-Genetik, die sowohl die Bandkeramiker haben, die haben 5 bis 7% einheimische Genetik. Die französischen Bauern haben 15 bis 30% einheimische Genetik und diesen Anteil der Genetik kann man ja für sich gesondert betrachten und kann fragen, wo kommt denn dieser einheimische Anteil, gibt es da Unterschiede? Haben die Bandkeramiker vielleicht eine andere einheimische Jäger-Sammler-Genetik in sich als die französischen Bauern? Und tatsächlich so ist es. Und man versteht über die Untersuchung dieser einheimischen genetischen Anteile auch die Vorgängerbevölkerung jetzt in der genetischen Struktur ein bisschen besser. Denn es gibt jetzt hier ein neues Cluster innerhalb von Europa, also wenn ich das richtig verstanden habe, es ist echt noch nicht ganz einfach zu verstehen. Also bislang hat man immer gewusst, es gibt die osteuropäischen Jäger und Sammler, die unterscheiden sich genetisch von den westeuropäischen Jägern und Sammlern. Und die Überschneidungsgrenzen zwischen ost- und westeuropäischen Jägern und Sammlern, die waren sehr diffus, die haben sich eigentlich über ganz Ost-Mitteleuropa gezogen, soweit ich das verstanden habe. Und in Skandinavien ist von beiden Gruppen besiedelt worden nach der Eiszeit. Und dort haben sie sich auch vermischt. Da sind die skandinavischen Jäger und Sammler bilden wieder eine eigene genetische Gruppierung. Das ist dann, die hat sich ja, diese Kultur hat ja dann noch sehr lange fortgedauert bis zur Grübchenkammkeramischen Kultur. Also bis zu der Zeit der Indogermanen, bis 2800 vor der Zeitrechnung, hat da diese einheimische Genetik noch fortbestanden, zum Teil in Vermischung mit den Zugewanderten. So,
Das war also die bisherige Kenntnis. Jetzt lese ich hier in dieser Studie von einem Goyer-Cluster. Das ist eine eigene genetische Verwandtschaftsgruppierung unter den europäischen mesolithischen Jägern und Sammlern, die sich sowohl von einem westeuropäischen wie von einem osteuropäischen Cluster unterscheidet. Ich möchte nochmal betonen, diese osteuropäischen Jäger und Sammler, die haben ja zur Hälfte beigetragen zur Ethnogenese der Indogermanen. Und die osteuropäischen Jäger und Sammler, die haben schon 15.000 vor der Zeitrechnung am Jenissei in Sibirien gelebt. Und schon 15.000 vor der Zeitrechnung gab es bei denen Blonde und Blauäugige. Dort ist wahrscheinlich die Blauäugigkeit. Nee, Blauäugigkeit nicht, aber die blonde Haarfarbe ist dort entstanden. So. Und die hat es dann auch an der Wolga gegeben, schon im Mesolithikum, diese blonde Haarfarbe. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese osteuropäischen Jäger und Sammler das auch bis nach, ne, wenn das eine homogene Gruppierung war, dann haben sie diese äußeren phänotypischen Merkmale auch bis Ostmitteleuropa waren die verbreitet, obwohl das jetzt aus dieser Studie nicht so hervorgeht. So, das waren die osteuropäischen. Die westeuropäischen Jäger und Sammler, die hatten ja ganz dunkle Hautfarbe, also ich glaube sogar dunkler als die heutigen Inder. Wobei in Indien ist ja auch wieder unterschiedlich, aber die hatten sehr dunkle Hautfarbe und blaue Augen. Und diese westeuropäischen Jäger und Sammler, die haben ja auch einen großen Anteil an dem, was da in der europäischen Völkergeschichte passiert ist, was man jetzt im Mittelneolithikum sieht. Ne? Also bei den französischen Bauern spielen sie eine ganz große Rolle, diese dunkelhäutigen, blauäugigen Männer vor allem, die da Einfluss genommen haben auf die Ethnogenese. Aber man versteht jetzt besser, bei den Bandkeramikern, das waren keine westeuropäischen Jäger und Sammler, die da sich im Wiener Becken mit den zuwandernden Bauernvölkern vermischt haben, sondern da wahrscheinlich auch wieder die Männer, deutet schon manches darauf hin, dass es auch wieder eher Männer waren, sondern das waren osteuropäische Jäger und Sammler, die sich mit den Bandkeramikern vermischt haben. Auch jetzt, wo ich das sage, wird mir wieder deutlich, das muss man erstmal deutlich, muss man erstmal gut auf sich wirken lassen. So, und jetzt gibt es aber noch eine dritte Gruppierung, die man jetzt findet, sowohl in den Genen dieser ganzen Ackerbauern, die sich eben mit den Einheimischen vermischt haben und gerade in Frankreich. Und zwar findet man das Goyer-Cluster. Es ist benannt nach einem belgischen Fundort, also da ist ein Ausgrabungsort und dort hat man Menschenreste gefunden und die hat man sequenziert und da weiß man, dieser Mensch aus Goyer, der ist nochmal genetisch, steht ja, unterscheidet er sich sowohl von den westeuropäischen Jägern-Sammlern sehr deutlich und von den osteuropäischen Jägern und Sammlern, hat aber am meisten Ähnlichkeit mit den spanischen Jägern und Sammlern. Und jetzt, das wird noch spannend werden, das alles ein bisschen besser zu verstehen. Vielleicht haben das die Genetiker schon besser verstanden, ich jedenfalls noch nicht. Also die Frage ist jetzt, stammen diese spanischen Jäger und Sammler, die man hier in Mitteleuropa findet, also in Deutschland, in Belgien, also die sagen hier, dieses Goyer-Cluster, das findet man auch auf der Schwäbischen Alb beim Fundort Hoher Fels. Man findet das in Nordburgund, in einem Fundort Rignay, oder wie das auch ausgesprochen wird. Und man findet es sogar in kleinen Herkunftsanteilen bis nach Rumänien ausgebreitet. Also da hat sich ein drittes Jäger-Sammlervolk von Spanien aus scheinbar nach Norden ausgebreitet. Das ist jetzt so mein erster Gedanke, der da, während sich die westeuropäischen Jäger und Sammler, das sogenannte Villa Bruna Cluster, und Villa Bruna liegt in Norditalien, die haben sich nach der Eiszeit von Norditalien aus nach Norden ausgebreitet, bis nach Skandinavien und vor allem bis nach England. Und ja, wo die osteuropäischen Jäger und Sammler, das geht ja immer, das sind Reliktgruppierungen, die sich von der Eiszeit in den Süden zurückgezogen haben und als die Eiszeit zu Ende war, sind die wieder nach Norden gekommen. Also aus Spanien sind die nach Mitteleuropa gekommen, aber vielleicht erst später, nachdem die westeuropäischen Jäger und Sammler sich schon in Europa ausgebreitet hatten und wo die osteuropäischen Jäger und Sammler vielleicht im Kaukasus, wo sie sich zurückgezogen haben, weiß ich jetzt nicht, während der Eiszeit. So, naja, wenn die 15.000 vor der Zeitrechnung schon am Jenissei gelebt haben, dann haben die ja gar Hatten die vielleicht gar keinen Rückzugsort oder vielleicht war das in Sibirien? Also, das sind alles noch sehr, sehr ungeklärte Fragen. So, jedenfalls, jetzt gibt es also dieses Goyer-Cluster noch zusätzlich und das spielt eben im Mittelneolithikum doch noch eine gewisse Rolle. Also, die schreiben hier: Wir vermuten, dass die frühen neolithischen Bauern, die sich über die Mittelmeerroute ausgebreitet haben und durch die Nutzung von Impressokarial-Keramik gekennzeichnet waren, insbesondere jene, auf die Populationen in Frankreich und Spanien zurückgehen, weniger Herkunftsanteile in sich trugen, die den osteuropäischen Jägern und Sammlern nahestanden und dafür mehr Herkunftsanteile in sich trugen, die den westeuropäischen Jägern und Sammlern sowie der genannten spanischen Goyer-Komponente nahestanden. So, also von der, ne,
ist verstanden worden. In Deutschland haben sich die Bandkeramiker mit anderen Einheimischen vermischt als in Spanien die dortigen Bauern. So, das sind vielleicht erstmal nur unwesentliche Detailerkenntnisse, aber also die Bandkeramiker kann man gut, die Jäger-Sammler-Komponente ist anhand eines ungarischen Menschenfundes gekennzeichnet, der wird hier KO1 genannt. Weiß nicht, weiß der Fundort gerade nicht. Es ist so viel Details in diesen Studien, das muss man erstmal alles verdauen. So, und die westeuropäischen Jäger und Sammler sind gekennzeichnet nach einem Menschenfund in Lochbuhr in Luxemburg. Also gerade die westeuropäischen und diese spanischen Jäger und Sammler, die scheinen sehr, sehr, sehr weitflächig überlappendes Siedlungsgebiet gehabt zu haben, und da wird man noch einiges forschen müssen, bis man das alles verstanden hat. So. Gut, jedenfalls östlich des Rheins waren die Bauern mit osteuropäischen Jägern und Sammlern vermischt, westlich des Rheins mit westeuropäischen Jägern und Sammlern. Und jetzt geht es weiter, einen Schritt weiter ins Mittelneolithikum. Denn jetzt gibt es einige Menschenfunde aus dem Mittelneolithikum, die ich auch schon mal behandelt hatte, zum Beispiel in der Blätterhöhle in Westfalen. Dort hat sich die einheimische Genetik ja sehr lange erhalten, und die haben sich höchstens zur Hälfte mit einheimischen Bauern vermischt, anatolisch-neolithischer Herkunft, mit den Bandkeramikern, die rund um sie herum gelebt haben, oder den Nachfolgekulturen der Bandkeramiker. Und sogar ein Angehöriger der Brescht-Kujawski-Kultur in Kujawien im Weichselraum. Das ist also jenseits, also da bei Kulm, also südlich von Kulm. Wenn man die Weichsel aufwärts fährt, dann kommt man nach Kujawien. Und also südlich von, südöstlich von Westpreußen und Posen. Ne? Genau. Und dort gibt es Kujawien, und dort hat es eine Brescht-Kujawski-Kultur gegeben, und dort hat man auch einen Menschen sequenzieren können. Und auch einen Mann der Trichterbecher Kultur, der begraben wurde in Tangermünde an der Havel. Und der hat um 3300 vor der Zeitrechnung in Tangermünde an der Havel gelebt. Tangermünde kenne ich ganz gut, deswegen fand ich das gleich sehr spannend. Und dann wird es auch sehr interessant, wo die immer herkriegen, diese Menschenfunde. Das sind also die Ausgrabungen in Tangermünde, die sind in den 50er und 60er Jahren gemacht worden. Das ist also, ja, müsste man sich mal im Detail angucken. Wahrscheinlich, da fließt die Havel gen Norden Richtung Elbe, und wahrscheinlich gab es da fruchtbare Böden links und rechts der Havel, keine Ahnung, wo die begraben sind. Jedenfalls dort hat man, und dort hat man, weiß nicht, 10 Menschenfunde gemacht oder wie viel, eine ganze Menge, und 2 hat man sequenziert. Also das haben die einfach aus dem Archiv geholt, die Knochen, und haben sie den Archäogenetikern zur Verfügung gestellt. Das ist in diesem Fall der Harald Meller gewesen, der hat auch die Beschreibung dazu geschrieben, der führende Archäologe von Sachsen-Anhalt. Und und einer von diesen beiden, die sequenziert worden sind, hat dann eben Ergebnisse geführt. Und so ist es wahrscheinlich mit den anderen genannten auch. Also von der Blätterhöhle in Westfalen und von der Brescht-Kujawski-Kultur. Das sind eben so punktuelle Forschungsergebnisse, weil man hat eben nicht bei allen genügend Genmaterial gefunden, um da Daten rauszudestillieren. Und deshalb gibt es immer erstmal anfangs nur sehr punktuelle Erkenntnisse zu einer Kultur, die noch nicht so gut erforscht ist. Ich würde insgesamt fragen, sind jetzt durch diese Studie wieder viele Fragen aufgetaucht. Wo kommt denn die Trichterbecherkultur jetzt her? Hier haben wir einen Mann der Trichterbecherkultur. Wie war die genetisch? Also mein letzter Stand war eben, genetisch waren die zu 20%, grob gesagt, zu 20% einheimischer Jäger-Sammler-Genetik. Aber wie ist es entstanden? Wie ist das, also wie ist die Ethnogenese der mittelneolithischen Völker zustande gekommen? Und das ist ein Raten und Meinen, da weiß man wirklich nicht sehr viel darüber. Man weiß nur, die Bandkeramik ist untergegangen, die hat sich aufgelöst in Einzelkulturen. Die haben alle ganz verschiedene Namen. Was mir jetzt einfällt, der Name Rössener-Kultur ist, glaube ich, im Westfalen Raum hat sich die Rössner-Kultur gebildet, und man sieht sofort, zum Beispiel die Langhäuser der Rössner-Kultur, hatten nicht mehr einen rechteckigen Grundriss, sondern trapezförmig. Also man sieht sofort, das wird ein bisschen urtümlicher jetzt. Da haben sich die sehr klar strukturierte mediterrane Bauernkultur der Bandkeramik hat sich mit Einheimischen vermischt, und die haben da sehr viel urtümlichere Sachen mit in die Kulturinventar eingebracht. Und eben auch ihre eigene Genetik. Also die Genetik ist dann plötzlich zu 20% einheimisch, nicht mehr 7%, sondern 20%. Aber was eben sehr interessant ist, das schreiben die nämlich jetzt hier, und das wollte ich hier sagen. Also,
Diese ganzen Atlanten, also in der Blätterhöhle, im Weichselraum und an der Havel, die zeigen genetische Einflüsse von Seiten der westeuropäischen Jäger und Sammler westlich des Rheins, die nicht über die anatolisch-neolithischen Bandkeramiker zu ihnen gelangt sein können. Ne? Denn die hatten ja die osteuropäische Komponente. Das ist eben dieser entscheidende Punkt. Deswegen muss man so lange ausholen, um diese, ne, diese Details dazu. Also das heißt, die mittelneolithischen Völker, also es deutet manches darauf hin, das haben die Archäologen auch schon vermutet, die mittelneolithischen Kulturen sind sehr stark geprägt worden von der sogenannten Michelsberger Kultur. Und diese Michelsberger Kultur, die stammt wahrscheinlich aus Frankreich. Der Kernraum der Michelsberger Kultur könnte sein, habe ich jetzt so düster in Erinnerung, das war das Pariser Becken. Und offensichtlich haben die sich von Frankreich aus nach Norddeutschland ausgebreitet. Das ist doch spannend. Also wenn man das alles so auf sich wirken lässt, kann man sich ja eigentlich, also würde man so von selbst eigentlich gar nicht so drauf kommen. Und aus der Trichterbecher, es gibt viele Hinweise, wie gesagt, hatte ich ja einleitend gesagt, ich habe mich sehr viel mit der Entstehung der Trichterbecherkultur beschäftigt. Darüber kann ich jetzt noch ein bisschen was sagen, was ich so in Erinnerung habe. Also um 4300 vor der Zeitrechnung gibt es die ältesten Befunde der Trichterbecherkultur in einem Ausgrabungsort, der heißt Wangels, der liegt in Ostholstein. Und wie kommen da die Trichterbecher hin? Da ist eigentlich die Michelsberger Kultur, die reicht nur bis zum Nordrand der deutschen Mittelgebirge. Und wie kommt da so weit außerhalb dieses Siedlungsraumes plötzlich entsteht eine völlig neue Kultur? Das ist also, glaube ich, meines Erachtens immer noch sehr, sehr ungeklärt. Aber jetzt von der Genetik her, jetzt finden Sie eben zum Beispiel bei diesem Mann aus Tangermünde, er weist 22% anatolisch-neolithische Herkunft auf, 24% westeuropäische Jägersammlerherkunft, 4% Herkunft der skandinavischen grübchenkeramischen Kultur, also der skandinavischen Jäger und Sammler, die spielen auch noch eine Rolle dabei, aber nur ganz gering. Und also diese grübchenkeramische Kultur, die hat im nördlichen Dänemark und in Schweden zu der Zeit gelebt, im Mittelneolithikum. Und 41% hatte osteuropäische Jäger und Sammler. Also wie man das erklären will, vorlese, kommen mir wieder 10.000 Fragen. Wie kommen diese 41% osteuropäischen Jäger und Sammler da rein? Also über die Bandkeramik nicht. Das heißt, im Havelland haben da immer schon osteuropäische Jäger und Sammler gelebt. Das kann natürlich auch sein. Aber jedenfalls die westeuropäischen Jäger und Sammler, die da mit 24% jetzt bei der Trichterbecherkultur dabei sind, die kamen aus dem Westen, die kamen von jenseits des Rheins. So, und jetzt kann sich jeder, der ein bisschen archäologische Vorkenntnisse hat, versuchen, einen Reim drauf zu machen, wie ist die Trichterbecherkultur entstanden. Das ist eigentlich so der wesentliche Punkt, was ich hier so hatte vortragen wollen. Und wie gesagt, wenn diese Menschen 41% osteuropäische Jägersammlergenetik punktuell haben konnten, das muss jetzt nicht der Durchschnitt sein, das ist ja nur so ein punktueller Ausschnitt, ich glaube, durchschnittlich hatten die nur 20%. Aber es gab eben auch andere. Das heißt, zur Haarfarbe schreiben die gar nichts, die schreiben was zur Augenfarbe und Hautfarbe im Supplement, also im Anhang, aber nicht zur Haarfarbe. Jedenfalls, der könnte blond gewesen sein. Könnte, muss ja nicht sein. Ne? Also auch mit 41% osteuropäischer Jäger-Sammler-Genetik halte ich das nicht für völlig außerhalb der Möglichkeiten. So, das heißt, ja, dann hätte man ein klares Bild von dem, was sich im Havelland und also östlich der Elbe für Volk herumgetrieben hat, 3300 vor der Zeitrechnung. Also als die Schnurkeramiker diese Völker da, die Trichterbecherkultur unterworfen haben, da sind sie eigentlich auf sehr genetisch auch sehr Verwandte gestoßen. Ne? Die osteuropäischen Jäger und Sammler, von denen stammen sie ja auch ab. Die Indogermanen, die Yamnaya-Kultur stammt ja auch zur Hälfte von den osteuropäischen Jägern und Sammlern ab. Und bei den Trichterbechern gibt es da auch 41% punktuell. Also das ist schon alles... Mittelneolithikum, das bleibt ein spannendes Thema, glaube ich. Da ist eben allerhand noch nicht geklärt. So, dann hatte ich erst vor wenigen Wochen schon einen eigenen Artikel geschrieben hatte alle meine früheren Blogartikel über diese Ausbreitung der Impressokardialkultur zusammengetragen, rein vom archäologischen Standpunkt her. Und da gibt es, weil ich eben auf Wikipedia einen tollen Artikel über die Kardialkeramik gefunden hatte, wo eben gesagt wird, diese Kardialkeramik findet man am frühesten im Levante-Raum. Wie gesagt, diese neue Studie redet davon gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Detlef Kronenborn das nicht für plausibel hält. Wäre ja mal eine interessante Frage an ihn.
Jedenfalls haben die auch, man hat auch in Südfrankreich eben sehr, sehr frühe Funde von domestizierten Ziegen gefunden. Und da gibt es eigene Studien, wie die Ziegen sich ausgebreitet haben, eben auch aus Anatolien über die Mittelmeerroute nach Südfrankreich und nach Spanien und schließlich nach England. So, das habe ich dann noch behandelt, das muss ich aber jetzt, will ich, glaube ich, muss jetzt nicht sein. Ja, so. Aber schon anhand der, die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die zeitliche und räumliche Nähe genetisch sehr unterschiedlicher Ziegenabstammungslinien zu so früher Zeit in Südfrankreich darauf hindeutet, dass die sich rund um das Mittelmeer ab 5700 recht zügig ausbreitenden sesshaften Keramikkulturen, Impresso-Kavialkultur, entweder schon einen genetisch sehr vielfältigen Bestand von domestizierten Ziegen im Besitz hatten oder aber, dass es mehrfache kurz hintereinander folgende Ausbreitungsbewegungen von unterschiedlichen Gruppierungen und Kulturen gegeben hat. So, also, das war noch diese Studie von, zu den Ziegen, die in den Zusammenhang vielleicht passt. Und ja, dann fand ich noch eine ganz, wenn ich schon dabei bin, dann, es gibt eine Landschneckenart. Der Name habe ich jetzt hier nicht mit drin stehen. Also es gibt eine Landschnecke, aber die Studie steht dazu drin. Und ich kann auch nochmal runterblättern. 2014 war diese Studie. Landschnecken, Landschnecken, wo sind sie denn? Ah ja, Phylogeny of Land Snail suggests Transmediterranean Neolithic Transport. Eine Studie aus dem Jahr 2011. Also, die Stammesgeschichte einer bestimmten Landschneckenart legt nahe, dass es im Neolithikum Seetransport schon gegeben hat. Also schon im Neolithikum. Ich fand die Studie so spannend, weil ich hatte immer schon gedacht, der mediterrane Raum, der ist nicht über Land besiedelt worden, das war ein Seefahrt. Und die Archäologen tun sich ja so schwer damit, Seefahrt anzunehmen. Ich tue mir da nicht so schwer mit, aber so, diese Landschnecken, die waren, das ist eine bestimmte Landschneckenart und die sind über das heutige Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Algerien, über Sardinien und über Südfrankreich hinweg. Und die früheste molekulargenetische Datierung dieser Landschnecken kann auf 6000 vor der Zeitrechnung eingegrenzt werden. So, das heißt, es könnte so sein, jetzt hier so mal ganz grob angenommen, die Menschen, die nach Südfrankreich kamen, haben sich von Algerien aus nach Südfrankreich ausgebreitet, über See hinweg, könnte so sein. Aber vielleicht hat es auch einfach nur Handel gegeben zwischen Südfrankreich und Algerien und der Nordküste Afrikas. So. So, das waren so die wesentlichsten Punkte, die ich hier mal hatte so referieren wollen, weil ich halt überhaupt einfach mal wieder ein Video machen wollte und dann behandle ich lieber das aktuellste Thema. Ich habe natürlich noch viele andere Themen auf meinem Blog inzwischen behandelt, in der Zwischenzeit, seit ich mein letztes Video gemacht habe, kann die ja mal gerade so ansprechen, dass ihr mal ein paar Anbeißer wisst, was für spannende Themen es mal auf meinem Blog noch zu lesen gibt. Also da gibt es einen Blogartikel. Breitete sich die Hausmaus etwa mit dem Rinderwagen über Europa aus? Das wäre dann wieder Mittelneolithikum, gleiche Thema. Und da habe ich auch behandelt, der Detlef Kronenborn, der macht Ausgrabungen im Raum von Frankfurt am Main. Und da gibt es einmal den Glauberg, das ist so ein großer Höhenzug, wo eine keltische Fürstensitz gewesen ist. Aber wo man jetzt inzwischen scheinbar auch annimmt, dass es schon im Mittelneolithikum dort Anfänge von Urbanisierung gegeben hat. Also ich fand mich ja schon sehr, sehr fortschrittlich, als ich vor 10 Jahren davon gesprochen habe, von der bronzezeitlichen Stadtgeschichte Mitteleuropas. Selbst das ist, glaube ich, unter Archäologen heute noch umstritten, aber der redet jetzt von den Anfängen der Urbanisierung in der Michelsberger Kultur im Mittelneolithikum. Also wenn man jetzt sagt, die Michelsberger Kultur hat sich von Frankreich aus ausgebreitet und man findet jetzt hier in Hessen, da gibt es noch einen anderen Berg, Kahlenberg heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. Da gibt es sogar einen großen Grabhügel, der eigentlich könnte man als ein Fürstengrab interpretieren. Im Mittelneolithikum schon, das wäre verdammt früh. Also, ja, und dann hätte man da schon Königreiche, die sich im Mittelneolithikum über Europa ausgebreitet haben und aus denen dann eben auch die Trichterbecherkultur hervorgegangen ist und später die Kugelamphorenkultur. Also ich finde das sehr spannend. Und in diesen Kulturen hat sich ja dann ab 4500 vor der Zeitrechnung auch der Rinderwagen ausgebreitet, also das Rad. Und es scheint mir jetzt allmählich, ich habe mich ja viel mit der Hausmausforschung beschäftigt, was scheinbar noch wenig deutsche Archäologen getan haben,
weil die Hausmaus eben ein Indikator ist für Fernhandel, für Siedlungsdichte und so weiter. Und jetzt schält sich allmählich heraus, die frühesten Hausmausfunde findet man bislang in Serbien und Rumänien um 4500 vor der Zeitrechnung, und das ist zu der Zeit, als man den Rinderwagen hatte. Und das ist die gleiche Zeit, als die syrische Wildkatze sich ausgebreitet hat nach Europa, bis nach Polen hinauf. Und es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass diese syrische Wildkatze die erste Katze war, die die Mäuse, also weil man die im Umfeld der Siedlung findet, die Katzenfunde, dass diese syrische Wildkatze die Mäuse in Schach gehalten hat in den Siedlungen dieser Bauern da von der im Mittelneolithikum. So, darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben. Dann ja, gibt es ein ganz anderes Thema hier, an das Leben in einer einheitlichen Rasse angepasst, der Mensch. Ja, da mache ich darauf aufmerksam. Ich habe einen neuen Blogartikel, einen neuen Artikel gegeben auf Spektrum der Wissenschaft. Die behandelt eine tolle Studie, nämlich dass Menschen, wenn sie einen Menschen ihrer eigenen Herkunftsgruppe, wenn man die Reizworte weglassen, ihre eigene Herkunftsgruppe sehen, dass sie dann versuchen, individuell diesen Menschen zu erkennen. So, da gibt es eine Hirnregion, die für individuelles Erkennen eines Gesichtes verantwortlich ist. Wenn Sie das individuelle Gesicht erkannt haben, dann sortieren Sie das ein zu den bekannten Gesichtern, und dann gibt es ein Wiedererkennungsprogramm, wenn man das Gesicht wieder sieht. Aha, das ist dieser Mensch. So, dann ist ein anderes Hirnareal halt dann. Und wenn man jetzt Menschen einer anderen Herkunftsgruppe sieht, dann wird immer nur das Hirnareal angeschaltet, was zur Wiedererkennung von schon bekannten Gesichtern benutzt wird. Also, weil das Gehirn denkt, ach, das kenne ich ja schon. Das heißt, die automatische Gesichtserkennung in unserem Gehirn will eigentlich, also ist darauf angelegt, nur Menschen der eigenen Herkunftsgruppe individuell zu erkennen, während man Menschen anderer Herkunftsgruppen einfach nur in die Schublade steckt und sagt, aha, ein Schwarzer, aha, ein Gelber und so weiter. Oder ein Asiate. Und das ist natürlich, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was soll das eigentlich heißen? Was will uns die Natur damit sagen? Also wir sind eigentlich darauf angepasst, eigentlich nur in Gesellschaften zu leben, die möglichst einheitliche Herkunftsgruppe, eine möglichst einheitliche Genetik aufweisen von der Herkunft her. Also auf Multikulti sind wir wahrscheinlich von der Evolution her nicht gut vorbereitet. Um es mal ganz zurückhaltend zu sagen, witzigerweise hat die Wissenschaft, dieser Artikel, der spricht nicht von Rassen, der spricht von Ethnien. Ich finde, das ist total wissenschaftlich falsch. Ethnien sind Völker. Also die Tschechen und die Deutschen oder die Tschechen und die Franzosen, die unterscheiden sich doch im Erscheinungsbild gar nicht. Ich glaube, wenn ich einen Tschechen sehe, dann will ich den schon sehr individuell sehen und sehe nicht nur den Tschechen an sich, weil ich weiß ja gar nicht, dass es ein Tscheche ist, wenn ich einfach nur hingucke. Also das ist völlig falsch formuliert. Und deswegen habe ich mir die Studie selbst angeguckt, und die sprechen ausdrücklich von Rassen. Also das ist politische Korrektheit, die hier auf die wissenschaftliche Korrektheit in den Hintergrund drängt. So, das war das. Dann gibt es einen Blogartikel von mir über Hocken statt Sitzen. Ja, wenn man bei den Jägern und Sammlern in Tansania, glaube ich, bei den Hadza, haben bestimmte Forscher die Muskelaktivität erforscht, und die haben festgestellt, die sitzen genauso viel rum wie wir heutigen modernen Zivilisationsmenschen. Wir sitzen hinter dem Computer, die sitzen am Lagerfeuer und erzählen sich schöne Sachen. Die gehen nur 1 bis 2 Stunden auf die Jagd und sammeln, sonst haben sie Muße. Und aber ihre Muskelaktivität ist über den ganzen Tag hinweg verteilt, haben die 10 bis 20% Muskelaktivität, während wir, die wir auf Stühlen sitzen, gar keine Muskel, so gut wie keine Muskelaktivität haben. Und deswegen hocke ich hier auch gerade auf dem Boden, denn wenn man auf dem Boden sitzt, hat man immer 10 bis 20% Muskelaktivität. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein, auch des modernen Zivilisationsmenschen. Denn wenn man einen Tag lang hockend auf dem Boden verbracht hat, dann merkt man seine Muskeln. Ja, Beinmuskeln, hier Bauchmuskeln und so weiter. Das finde ich eine tolle Studie. Also so kann man deutlich besser gesünder werden. Denn die Hadzas sind super gesund. Die sind viel gesünder als wir, obwohl sie sich genauso wenig bewegen wie wir. Ja, also hockt euch auf den Boden, und man muss auch gar keine Gymnastikbälle haben, man muss keine sonstigen tollen Rückengymnastiksachen machen. Man muss sich, glaube ich, das scheint darauf, wir sind evolutionär an das Sitzen auf dem Boden evolutiert, angepasst. Ich glaube, das habe ich auch im früheren Video schon mal erwähnt. Darüber habe ich jetzt halt noch einen Blogartikel geschrieben. Dann habe ich einen schönen Blogartikel geschrieben, dass unsere Äpfel aus dem Tian-Shan-Gebirge stammen, und überhaupt sind eine ganze Tian-Shan, ja, die nächste Verwandte aller domestizierten Apfelsorten, lebt im Tian-Shan-Gebirge, also in Kasachstan. Und Alma-Ata, die Hauptstadt von Kasachstan,
ist die Stadt der Äpfel, vom Namen her schon. Wusste ich alles gar nicht, aber finde ich ganz witzig, ganz spannend. Und es deutet sehr viel darauf hin, dass es auch wiederum die Indogermanen waren, die diese Äpfel über ganz Europa verbreitet haben. Die Apfelbäume, keine Ahnung. So, jedenfalls, das muss man sich, ich habe schon wieder so lange her, ich habe die Einzelheiten nicht mehr drauf, das war im April, dass ich das geschrieben habe. Ja, dann gibt es noch einen Zeitgenossen von Charles Darwin, der eine ganz andere eine ganz andere Evolutionstheorie vertreten hat als Charles Darwin. Und das ist eine, oh, da müsste ich mal reinschauen, wie heißt denn der eigentlich? Und diese Evolutionstheorie ist eigentlich eine, die mit heutigen Forschungsergebnissen zum Teil besser zusammenpasst. Der heißt Richard Owen. Richard Owen vertrat eine naturalistische, aber nicht darwinistische Theorie der Evolution, also quasi eine Biologie ohne Darwin. Sollten sich moderne biologische Denker mehr an diesen Zeitgenossen Darwins, also an Richard Owen, erinnern? Darüber habe ich einen ganzen Blogartikel geschrieben. Ich finde den ganz spannend, den Menschen. Würde gerne noch mehr über den lesen, aber die ganzen tollen Bücher über ihn sind ja auf Google-Bücher mal wieder. Man muss also wieder in die Bibliothek gehen, um mehr zu erfahren. Aber das, was ich so im Internet über den hatte erfahren können, habe ich da mal zusammengetragen. Und das ist schon eine ganze Menge. Gut. Damit will ich jetzt mal genug sein lassen. Abschließend noch der Hinweis, wir machen, ich habe jetzt ja, es hat sich so ein Freundeskreis der Anhänger, der Fans meines Videokanals gebildet und wir, kleiner Kreis, aber wir treffen uns regelmäßig, ja, und wer da Interesse hat, es ist sowieso viel besser, sich persönlich auszutauschen, als hier über Video und große Kommentarschlachten im Kommentarbereich zu machen. Also am besten mich über Facebook kontaktieren, dann kann man ins Gespräch kommen und dann kann man sich austauschen über die Möglichkeiten, sich real zu treffen. So, dann also, damit wünsche ich noch ein schönes Rest-Pfingstwochenende. Tschüss!